letztes Interview für heute. Ja, und ich freue mich sehr, dass Gero heute zu uns gekommen ist. Ich muss da ganz kurz ausholen, weil ihr werdet jetzt sagen, hä, was macht der denn da? Der kandidiert doch gar nicht für den Oberbürgermeister. Ja, das tut er nicht, aber Gero ist hier in Köln-Kalk aktiv und wir möchten in Köln-Kalk ja eben nicht nur die Menschen vorstellen, die für das für das höchste Amt kandidieren, sondern auch Menschen, die hier vor Ort für euch was tun können, die ansprechbar sind, die ihr bestimmt ja auch schon mal hier in Köln-Kalk auch gesehen habt. Und nochmal, wir stellen ja verschiedene Parteien vor, beziehungsweise die KandidatInnen sind meistens einer Partei zugehörig und die CDU hat keinen eigenen Kandidaten, keine eigene Kandidatin, sondern die CDU unterstützt in unserer Stadt die jetzige Oberbürgermeisterin. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir fragen jetzt vereinzelt natürlich dann auch noch mehrere Menschen, die hier konkret was vor Ort tun. Deswegen freue ich mich auch, dass Gero heute bei uns ist. Ja, lieber Gero, für dich auch ganz kurz unsere drei goldenen Regeln sozusagen. Ja, die erste Regel, wir möchten dich gerne als Person kennenlernen und wissen, wofür stehst du, was möchtest du bewegen. Deswegen, du musst nichts preisgeben sozusagen in Anführungszeichen oder mit uns etwas zeigen, was dir zu privat ist oder wo du sagst, nee, da möchte ich im Moment nichts zu sagen, ist absolut völlig in Ordnung. Das Recht gestehen wir dir ein, weil wir das natürlich auch allen Menschen eingestehen. Genau. Ja, der zweite Punkt, wir möchten konkrete Schritte haben. Das heißt, wir möchten wissen, ja, was möchtest du so konkret hier in unseren Stadtteilen tun? Und es ist absolut in Ordnung, wenn du sagst, zu dem Themenfeld muss ich mich nochmal einarbeiten oder nee, da habe ich jetzt noch keinen Zugang zu Informationen gehabt. Weil man muss auch natürlich sagen, die Menschen, die jetzt hier in unseren Fädel aktiv werden, sich politisch engagieren, das ist komplett ehrenamtlich. Die Menschen haben noch einen Job und Family und hoffentlich auch noch Hobbys, das hören wir gleich. Und ja, die dritte Regel, wir möchten, das heißt nicht nur wir, sondern die Menschen haben das zurückgemeldet, ja, die Menschen möchten sich selbst ein Bild machen, ohne dass die Kandidatin sozusagen in Abgrenzung zu den anderen sich in Anführungszeichen präsentieren. Das heißt, wir möchten vermeiden, dass Sätze fallen, ja, die jetzige oder die andere Partei oder die Partei, sondern wir möchten hören, was du als Person machen möchtest. Und deswegen freuen wir uns, wenn du dich an diese Regel hältst. Wir erinnern dich dran, durch diesen Buzzer, wenn er küsst, kommt die nächste Frage. Genau, aber tut nicht weh. Genau. Ich bin sehr gespannt. Ja, genau, Gero, ganz zu Beginn gebe ich dir ein paar Stichworte, weil wir im Integrationshaus, wir machen auch die sogenannte Sprachkurse und wir haben Prüfungen und dann kriegen wir immer so ein kleines ein A4-Blatt in die Hand gedrückt, also so klein ist es nicht, mit verschiedenen Stichworten und anhand dieser Stichworte stellen wir uns vor. Mhm. Genau, das heißt, ich gebe dir ein Stichwort und ich freue mich, wenn du mir eine Antwort gibst. Okay. Genau, wir fangen ganz einfach an. Name. Oh, mein Name ist Gero Fürstenberg. Geburtsort. Hagen in Westfalen. Familienstand? Ledig, aber ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Beruf? Ich arbeite bei der Industrie- und Handelskammer, als Leiter Standortpolitik heißt das. Wohnort in Köln? Oh, hier hinter, in der Sieversstraße, also in Kalk selber, direkt mittendrin. Hobbys? Politik, aber das wäre jetzt vielleicht ein bisschen einfach. Es ist aber tatsächlich ein sehr zeitraubendes Hobby, aber nebenbei versuche ich gerade meinen Flugschein, also Paragliding-Kurs mit meiner Freundin zusammen gemacht und das ist so, gerade versuchen wir uns die Ausrüstung zu kaufen, das ist alles ein bisschen teuer, deswegen dauert das alles so ein bisschen, aber das ist so, was ich so als Hobby noch nebenbei mache, im Urlaub dann aber. Okay, und Sprachkenntnisse? Ich habe damals in der Schule angefangen mit Französisch, ab der 5. Klasse, das konnte ich dann auch ganz gut, leider spreche ich es heute nicht mehr, deswegen ist das ziemlich eingerostet, ich könnte es wohl wieder reaktivieren, aber, und Englisch. Klar, Schulenglisch, aber auch, jetzt fliegt bei mir was im Gesicht, Schulenglisch ein bisschen ja, auf Business-Ebene, wo man es heute ja eigentlich nur immer braucht. Und was ist denn mit Kölsch? Ja, als Immi, als Westfale, bin ich kein Muttersprachler, was Kölsch angeht. Ich habe bei mir selber festgestellt, insbesondere im Karneval, wenn man vielleicht schon das zweite Kölsch getrunken hat, dass man es dann doch aber offensiver versucht. Ob es sich gut anhört, kann ich dann aber nicht mehr beurteilen, das weiß ich nicht. Das okay. Müssen andere sagen. Ja, Gero, du hast eben schon gesagt, Politik ist dein Hobby. Magst du uns sagen, warum kandidierst du? Und vielleicht sagst du noch kurz die Stadtteile, wo du Weber bist sozusagen. Ja, und was bewegt dich? Was möchtest du bewegen? Ich bin zur Politik gekommen, das war, als ich 28 war, also vor, das war 2012, so vor 8 Jahren. War vorher immer schon irgendwo aktiv, ob im Pfadzentrum, wo wir Partys organisiert haben, oder
ja, bei der AStA, bei meiner Uni, also als AStA-Vorsitzender. Und dann fehlte irgendwann ein Hobby, weil man aus der Uni raus war. Und dann, mein Stiefvater hat immer gesagt, du musst doch zur Politik, Jung, wir diskutieren noch zu Hause immer über Politik. Und naja, dann habe ich es einfach mal ausprobiert und bin hier in Kalk. Ich habe damals schon in Humboldt-Gremberg gewohnt, in meiner Studenten-WG, zur CDU gegangen, zum Stammtisch der CDU. Ja, und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ein Dreivierteljahr später war ich Vorsitzender hier vom Ortsverband Kalk-Humboldt-Gremberg. Und zwei Jahre später dann der Vorsitzende des gesamten Stadtbezirkes, also von hier bis Rathheumer. Und ja, jetzt bin ich Bewerber um ein Mandat im Stadtrat. Der Wahlkreis ist neu zugeschnitten worden. Es ist ein Teil von Humboldt-Gremberg. Pfingst ist dabei und ein Teil von Höhenberg. Also ja, das ist eine bunte Mischung, möchte ich sagen. Bin sehr gespannt. Humboldt-Gremberg kenne ich ja sehr gut, weil ich da lange gewohnt habe. Und die Nachbarschaft natürlich auch. Aber ich kandidiere halt eben auch für die Bezirksvertretung. Und da bin ich der Spitzenkandidat der CDU hier vor Ort. Ja, das ist so. Und gibt es etwas, wofür du brennst und was du dir vorgenommen hast, wenn du gewählt wirst? Was dürfen wir dann von dir erwarten sozusagen? Wofür stehst du? Da gibt tausend Sachen. Wenn man als Spitzenkandidat unterwegs ist, dann kann man fast nicht nur eine Sache benennen. Aber ich versuche es mal hier vor Ort, weil ich, wie gerade schon erwähnt, ich wohne ja hier ganz in der Nähe. Und wir haben hier vor dem Studio ja den Ottmar-Pohl-Platz und die Hallen Kalk. Und das ist natürlich ein wunderbares Terrain, wo in kürzerer Zeit auch viel passieren wird. Und diesen Prozess möchte ich begleiten. Der Ottmar-Pohl-Platz ist mir viel zu karg. Ja, da passiert, bis auf dass ihr da immer den so schön bespielt, aber passiert ansonsten leider ja sehr wenig. Dabei haben wir absolutes Not an Plätzen, insbesondere für Kinder. Hier muss auf jeden Fall mehr passieren und da möchte ich gerne für streiten. Die ganzen Hallen dahinter, wir reden über den Kulturhof, der sich in den Hallen Kalk ja niederlassen möchte. Also ein soziokulturelles Zentrum dort zu gründen. Wunderbare Idee, ich bin auch sehr stark im Austausch mit den Mitstreitern da vor Ort, möchte ich sagen. Und das wäre mir auch ein ganz großes Anliegen, dass wir das endlich über die Bühne bekommen. Wir sind ja schon lange dran, also es sind ja viele Beteiligte da schon lange dran, ich halt auch. Und das fände ich sehr, sehr schön, wenn wir es da hinbekommen würden. Ja, vielen Dank, Gero. Ich würde die Frage einfach vorspringen. Wir haben natürlich die Frage Hallen Kalk auch aufgenommen. Ich suche mal in meinen Notizen. Wir gehen einfach von hinten nach vorne sozusagen. Bei Hallen Kalk ist nämlich auch hier unsere Frage. Ja, wenn du mit den Aktivistinnen sozusagen und den Engagierten schon im Austausch bist, weißt du, ja genau, es gibt eben die gemeinwohlorientierten Ergebnisse im Werkstattverfahren, die sind beschlossen und fest und alle sagen, ja, wir setzen sie um. Und jetzt ist die Stadt sozusagen ja gefragt, ja, diese kleinen Teilgrundstücke zu machen, gerne in Erbpacht sozusagen. Oder eben, wenn die Stadt sagt, das Gelände ist zu groß, wir können das sozusagen nicht leisten, sondern wir geben das an die Akteurskonferenz und die machen das in Eigenregie, also dass eben die Flächen übertragen werden und gemeinnützig entwickelt werden können von den Projekten und den Trägern, die sowieso schon auf den Gelände verortet sind und gegebenenfalls kommen ja auch neue AkteurInnen dazu. Das heißt, ja, was ist dein Plan? Was würdest du empfehlen, wenn die neue Oberbürgermeisterin oder der neue Oberbürgermeister sagt, ey Gero, was soll ich da machen in den Kalk? Was antwortest du? Ja, endlich mal für klare Strukturen sorgen, weil wenn man den Prozess jetzt die letzten Jahre begleitet hat, das können die Beteiligten noch viel besser erzählen als ich, aber dann hat man das Gefühl, heute war das wahr, morgen ist das wahr und übermorgen wollen wir was anderes. Also insbesondere von der Verwaltung wünsche ich mir da einfach, dass sie da klar Vorgaben macht. Ich glaube, wir haben jetzt einen richtigen guten Schritt gemacht, indem wir da haben wir einen runden Tisch wieder ins Leben gerufen. Es gab ja schon mal einen. Und das war ein guter Vorschlag, dass da mal die Akteure wirklich auch auf einer strukturellen Ebene, institutionellen Ebene mal miteinander reden und nicht mehr immer nur, wir brauchen einen Termin da, dann müssen wir mit dem reden und dann haben wir, die beiden haben das gesagt und jetzt aber der wusste nichts davon und das ist ganz, ganz schwierig. Natürlich ist Köln auch ein wahnsinnig kompliziertes Konstrukt, also da muss man die Verwaltung natürlich auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Da ist nicht immer so einfach, wirklich alle mitzunehmen, deswegen brauchen wir diesen runden Tisch und deswegen ist es wichtig, dass wir den haben und da müssen wir den Weg weitergehen, vielleicht ein bisschen schneller als in der Vergangenheit und ein bisschen zielstrebiger, aber ich glaube, der Weg ist gut. So, dann blätter ich mal zurück. Du wohnst ja auch hier in der Gegend und ich weiß, ja, die Bezirksvertretung K
kann bestimmte Dinge mehr mit angehen. Einige OB-KandidatInnen haben das ja auch gesagt, dass sie den Weg gehen möchten, die Bezirksvertretung zu stärken, dass hier mehr Entscheidung ist. Deswegen weiß ich, dass die Fragen, die wir jetzt stellen, die haben wir ja für die OB-KandidatInnen entwickelt. Natürlich tangieren die natürlich auch deinen Bereich, sei es, ob du jetzt hier im Bezirk gewählt werden wirst oder eben für den Stadtrat. Ist uns schon klar, dass da eine kleine Einschränkung ist. Bestimmte Sachen muss die Stadt selber entscheiden. Aber genau, vielleicht kannst du das für uns sozusagen übersetzen und uns aufzeigen, was wäre im Bezirk, in der Bezirksvertretung die Möglichkeit, da zu agieren. Das wäre vielleicht super. Genau, das wäre cool. Ja, Thema Sauberkeit, Kalk bleibt dreckig. Das Motto kennst du ja dann auch, wenn du hier wohnst. Genau, ja, und wir wissen natürlich, das bezieht sich nicht darauf, dass wir gerne im Dreck und im Schmutz leben, sondern bezieht sich eher auf etwas anderes, also andere Thematik. Aber ja, genau, wir haben mal in Grundschule mal eine kleine Umfrage gemacht mit Kindern. Auch wenn wir mit Menschen hier für das Projekt hier gesprochen haben, egal in welcher Situation, wirklich alle. Die Kinder haben sich zuerst nicht Schwimmbad gewünscht oder Phantasialand, sondern es ist so schmutzig hier, wir wollen ein saubereres Kalk. Und natürlich haben wir gedacht, okay, aus der Perspektive von 1 Meter, 1,20 Meter ist, ja, ist richtig, der Schmutz ja auch viel sichtbarer. Ja, also wie gesagt, das eine sagen, ne, also schmutzig ist es, sagen alle. Und das liegt aber wirklich nicht nur an den Menschen selbst, das war den Menschen auch ganz wichtig zu sagen. Genau, und ich erzähle mir das Beispiel, als wir zu dem Thema gesprochen haben für unser Projekt, hat uns eine Person erzählt, ja, und dann spreche ich die AWB mal an, wenn die bei uns im Straßenzug ist, hey, könnt ihr nicht nochmal, es ist zu dreckig, könnt ihr nicht öfters kommen, die sagen, ja, 1,50 Meter, HauseigentümerInnen sind zuständig, ja. Die wiederum sagen, nee, AWB ist zuständig, am Ende bleibt es trotzdem liegen. Hast du eine Idee, was kann die Bezirksvertretung zu diesem Problem tun, welchen Einfluss habt ihr, was würdest du versuchen anzugehen? Also vielleicht noch mal einen Schritt davor. Das ist wieder typisch Verwaltung leider. Wo sind meine Grenzen? Wo geht's? Wo fängt der andere an? Also das tut mir auch jedes Mal weh, weil wir sehen es ja überall. Die Bezirksvertretung hat die bezirksorientierten Mittel und ich glaube, es ist ein ganz wesentlicher Faktor, wie es nicht nur, wie viel das Dreck auf dem Boden liegt, den müssen andere wegmachen, da gibt es die AWB, die KVB und so weiter, aber wie sieht es tatsächlich aus bei uns? Haben wir die Lücken, wo Bäume kaputt gegangen sind beispielsweise, haben wir die wieder aufgefüllt? Oder haben wir Beete, die schon lange nicht mehr bestellt werden, haben wir die wieder mit Blumen gefüllt? Haben wir Wege, wo man vielleicht auch mal ein paar Pflastersteine wieder gerade machen mussten? Haben wir das gemacht? Da kann man die bezirksorientierten Mittel oftmals für verwenden und das ist meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Geschichte, die den Wohlfühlfaktor erhöht und dadurch vielleicht auch, das ist meine Hoffnung, ich sag mal, jeden Einzelnen noch ermuntert, vielleicht auch mal wieder was aufzuheben, wenn man was fallen gelassen hat oder vielleicht auch, wenn man etwas sieht, was man nicht selber fallen gelassen hat, es aufzuheben. Das soll nicht jeder tun, wenn es dreckig ist, dann soll man es liegen lassen. Aber vielleicht hilft das ja und das fände ich schön, wenn wir die Mittel auch in dieser Richtung weiter einsetzen könnten. Würde das ein bisschen so das Gefühl stärken, hey, okay, es lohnt sich sozusagen, ja, weil wir sichtbare Ergebnisse haben. Das, ne? Selbstwertgefühl. Ja. Also ich glaube, die Ehrenfelder und die Lindenthaler haben, wenn man es im Verhältnis sieht, ein sehr starkes, in Köln sagt man immer Lokalpatriotismus, erstmal runtergebrochen auf die Stadtbezirke. Ja, dann sagt der Lindenthaler oder der Rodenkirchner schon mal eher, er kommt aus Rodenkirchen oder aus Lindenthal. Ich glaube, der Kalker sagt das auch, aber aus anderen Beweggründen, weil man da vielleicht eher, ja, ich bin halt, ich sag dir halt das ehrlich ins Gesicht, ne, so. Vielleicht schaffen wir es, das auch ein bisschen mehr stolz auf unser Kalk selber zu werden durch solche Aktionen. Ja, die andere Frage hängt auch ein bisschen mit grünen Freiflächen. Du hattest eben schon das auch angedeutet mit dem bezirksorientierten Mittel. Wie gesagt, wir haben hier, Kalk ist sehr dicht bebaut, einer der am dichtesten bebautesten Stadtteile, gleichzeitig die höchste Geburtenquote, gleichzeitig der geringste Anteil an Grün. Genau, es gibt eben diese Zahl, sagt Stadtteil Kalk und Homburg-Grenberg, also nur die Stadtteile, beträgt der Grünflächenanteil pro Einwohner in 8,3 Quadratmeter, in der gesamten Stadt 45,7 Quadratmeter, schon ein krasser Unterschied. Das heißt, wie kann es gelingen, dass diese 8,3 Grün je Einwohner auf 10 Quadratmeter gesteigert werden können? Hast du eine Idee da auch, was der Bezirk da tun kann, was gefördert werden könnte?
Also wenn wir das Beispiel Hallenkalk nehmen, da haben wir ja auch durch bürgerliches Engagement, ich sag mal, die Prozesse, die um diesen Gestaltungsprozess, wie soll das später aussehen in den Hallen, da haben wir ja auch schon Zusetzungen beim Grün bekommen. Das heißt, da hat es schon mal was gewirkt. Das Problem, was wir in Kalk haben, wir haben halt überall Gebäude und wir können halt relativ schlecht Gebäude wegreißen. Da wohnen meistens Menschen drin. Das heißt, diesen Konflikt, den müssen gerade wir Kommunalpolitiker ehrlicherweise jeden Tag aushalten. Die einen sagen, wir brauchen mehr Wohnraum und die anderen sagen, ja, aber wir wollen es uns nicht vollpacken und wir brauchen auch Raum, wo Kinder spielen können. Wir brauchen auch Raum, wo man sich als Gesellschaft auch mal treffen kann. Halt nicht nur wohnen, sondern halt leben kann. Diesen Konflikt, den kann man manchmal gar nicht auflösen. Man kann sie nur in kleinen Schritten auflösen. Deswegen finde ich es gut, die Frage, wie kriegen wir es nicht auf 40, wie im Durchschnitt vielleicht hin, sondern auf 10. Ob dafür überhaupt noch die Fläche da ist, das lasse ich mal dahingestellt, weil die bauen wir gerade kräftig zu. Gerade in Kalk, wir sind Teil der Innenstadt. Wenn wir einen Kreis um den Dom machen, dann ist Kalk noch mit da drin und deswegen wird hier gerade so viel zugebaut. Ich habe damals schon gesagt, im Werkstattverfahren für die Robertstraße, wo hier gerade viele, viele Wohnungen neu entstehen, die wir auch brauchen. Aber warum müssen wir es so eng an die Straße bauen? Warum gibt es da nicht 2-3 Meter, die noch es ermöglichen, vielleicht noch einen zweiten Baum, noch eine Grünfläche dort für die Optik auch mit hinzubringen? In Kalk Nord gibt es keine einzige Hundewiese. Da gibt es eine ganz, ganz kleine Wiese direkt neben einer Kita. Ja, da verrichten dann die Hunde ihr Geschäft. Und im Sommer, gerade bei dem Wetter, wie es heute und wahrscheinlich am Morgen ist, ist das eine Großbelästigung, da will man nicht in der Kita sein. Also da gibt es ganz, ganz viel zu tun. Es gibt aber kein Patentrezept. Es gibt langsame, langweilige manchmal, aber dafür stringente Arbeit. Und wichtig ist, glaube ich, das müssen wir auch allen immer wieder sagen, wie hier jetzt das bürgerliche Engagement, dass man da auch noch mal immer wieder darauf hinweist. Weil auch wir Politiker sind ja auch Ehrenamtler. Wir leben in unserer eigenen kleinen Glocke und brauchen auch immer wieder Input. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das gibt es leider viel zu selten, muss man sagen. Ja, du hast eben schon gesehen, Kinder brauchen Plätze auch zu spielen. Mhm. Genau, unsere dritte Frage ist, kinderfreundliche Kommune. Köln ist ja eine kinderfreundliche Kommune. Wir haben ja dieses Siegel da. Und es gibt jetzt diesen Kinderreport 2020, sehr aktuell. 88% der Kinder und Jugendlichen sagen, wir brauchen mehr Spielorte und zwar in Wohnortnähe. Ja. Und die nennen jetzt beispielsweise Wiese oder auch Spielstraße. Es geht schon einfach um draußen spielen. Ja. Und genau, es gibt so drei Maßnahmen, die da im Rahmen dessen genannt worden sind, jetzt nicht speziell für Kalk, sondern allgemein. Einmal Tempo 30 innerorts, dann der Ausbau verkehrsberuhigter Bereiche, also temporäre Spielstraßen wurden hier genannt, oder eben nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Ja. Entwicklung von einzelnen Straßen, also dass da kein motorisierter Verkehr eben ist, oder eben auch autofreie Sonntage oder ähnliches, also wo Kinder überall auf den Straßen spielen können. Genau. Das heißt, wir hier in Köln-Kalk, was können wir konkret tun, dass Kinderfreundlichkeit in Bezug auf die genannten Punkte ein bisschen mehr vorhanden ist? Ich glaube, die Hauptaufgabe der Politik ist da, sich klar zu machen, welche Verkehrstrassen brauchen wir ganz dringend, welche sind unersetzlich. Und welche brauchen wir vielleicht nicht oder können wir zumindest in ihrer Nutzung zurückfahren? Solche Konzepte können aber Kommunalpolitiker sich nur ausdenken, ob die was mit dem Realität zu tun haben. Dafür gibt es Fachleute. Ich habe das nicht studiert. Ich kann sagen, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn wir da jetzt eine Einbahnstraße machen, dann wird das alles besser. Ob das so ist, weiß ich nicht. Und das will ich mir auch nicht anmaßen. Aber wir haben die Möglichkeit, die Verwaltung zu beauftragen, eben diese Konzepte zu erstellen. Dafür müssen wir aber vorher sagen, welche sind denn die Hauptverkehrstrassen? Die müssen wir schon noch festlegen, damit es eine gewisse Stringenz hat. Und mit dieser Festlegung zu sagen, mit dem Rest, die halt nicht als Hauptverkehrstrasse sind, damit können wir ein bisschen mehr, spielen. Eine Verkehrsberuhigung durchführen, Einbahnstraße oder ähnliches. Wir hatten einen ganz, ganz schönen Fall, das war so ein Fall, wo ein Bürger sich mal gemeldet hat, hat alle Parteien angeschrieben, ich will jetzt auch nicht, waren auch alle Parteien da, aber ich halt auch. Und ging um den Spielplatz in der Taunusstraße, am Taunusplatz. Du bist witzigerweise mit dem Fahrrad noch an mir vorbeigefahren, hast mich aber nicht gesehen. Und da ist eine Kita, also um den Spielplatz, der ist in der Mitte, drumherum geht eine kleine Straße, die ist eigentlich nur zur Erschließung der Wohnungen, die drumherum sind. Die große Taunusstraße geht ja hier lang. Diese Straße drumherum ist aber in beide Seiten befahrbar.
sie ist im nördlichen Bereich, ist sie eine Spielstraße, hier ist sie keine Spielstraße. Der Spielplatz ist in der Mitte. Was machen die Kinder? Die laufen aus der Haustür raus, spielen Verstecken zwischen den dort parkenden Autos oder gehen zum Spielplatz. Wenn aber Autos dauernd langfahren, sich noch entgegenkommen, die müssen ausweichen auf den Bordstein und Ähnliches, dann wird es auf einmal gefährlich. Also, solche Dinge kann man ganz leicht zu Einbahnstraßen umwidmen oder gar zu Spielstraßen machen, weil da fährt sonst, das hat keine Relevanz, diese Straße. Solche Dinge müssen wir identifizieren. Und das war jetzt so ein schönes Beispiel, wo man sagen kann, da können wir es wirklich mit doch einfachen Mitteln den Bürgern und den Kindern noch einfach besser machen. Das heißt ja auch der Appell, aber dass die Menschen sich auch melden bei euch, ne? Ja, das ja. Mhm. Und also ich bin kein großer Freund zu sagen, die Kinder sollen auf der Straße spielen, weil die Straße ist Beton, ja, da parken im Zweifel Autos, wir brauchen mehr Spielplätze. Das ist hier vor Ort, ich habe es gerade schon erwähnt, der Ottmar-Pohl-Platz. Warum ist da kein Spielplatz drauf? Dann hätten wir die ganze Situation auf der Neuerburgstraße, hier auf der Sieversstraße, hätten wir damit total entzerrt und wir hätten, glaube ich, diesen nicht genutzten Platz mit Leben gefüllt. Ja, wir fangen morgen an mit dem Bau. Wenn es so schnell gehen würde. Morgen kommt der Ottmar-Wohnplatz sowieso und der Ottmar-Spielplatz. Meine MitarbeiterInnen denken schon, oh Gott, wo ist kein Spielplatz? Nein, alles gut. Ja, nächste Frage, Sicherheit. Ja, eine bewegte Frage in diesen Zeiten, aber nicht nur jetzt. Genau, wir haben die Menschen gefragt hier in Kalk. Es gibt einerseits diese Kriminalitätsbrennpunkte. Du hast ja eben auch schon mal erzählt, ja, dass die Kalker so auch mehr Selbstwertgefühl bekommen müssten. Und ja, das führt natürlich dazu, dass wir das nicht haben. Die ganze Kalker Hauptstraße ist so im Punkt und die Kalk-Mühlheimer Straße. Mhm. Und ja, auf der einen Seite gibt es die Personen, die sagen, ja, Personenkontrolle ist halt ein Instrument der Polizei, was sollen die denn machen? Es geht um diese verdachtsunabhängigen Kontrollen, die dann möglich sind an diesen sogenannten Kriminalitätsbrennpunkten. Ja. Und die Leute sagen, ja, es gibt zu viel Diebstahl, zu viel Drogendelikte, deswegen da der Wunsch, Sicherheit zu stärken. Ja. Auf der anderen Seite leben hier einfach überproportional viele Menschen mit schwarzen Haaren, sage ich jetzt mal so pauschal, oder einer anderen Hautfarbe, die sagen, ja, ich wohne hier einfach nur hier, ich möchte nicht in diese Kontrollen geraten, ja, nicht nur, weil ich nichts getan habe, sondern natürlich, wenn man so mitten da angehalten wird und die anderen Leute sehen dich, das ist einfach eine total blöde Situation. Ja. Fühlt sich auch ziemlich hilflos. Das heißt, da die Frage, hast du eine Idee, was könnten wir da tun, um sozusagen, ich will gar nicht sagen beide Seiten, ich glaube einfach das Sicherheitsgefühl in Bezug, ich vertraue der Polizei, dass sie mich nicht einfach so kontrolliert, weil ich jetzt schwarze Haare habe und gleichzeitig, ich vertraue der Polizei, dass sie ihren Job macht und meinen Straßenzug sicherer macht oder dass ich eben keine Angst haben muss, beklaut zu werden oder Ähnliches. Hast du da einen Dreh oder magst du erzählen, wie ist dein Sicherheitsgefühl in Köln-Kalk? Mein Sicherheitsgefühl ist subjektiv, glaube ich, ganz gut. Doch ja, ich kann sagen, ganz gut. Aber ich bin halt ein weißer Mann. Da fällt vieles einfacher. Ich weiß nicht, wie das für Frauen ist und naja, Migrationshintergrund weiß ich es halt auch nicht. Insofern kann ich jetzt nur subjektiv sagen, mein Sicherheitsempfinden ist ganz gut. Aber man hört durchaus auch vieles, gerade ältere Damen, die dann sagen, ich traue mich mit dem Rollator nicht mehr auf die Kalker Hauptstraße. Das kommt leider auch vor, ja. Also es hat einen Grund, warum wir hier einen Kriminalitätsschwerpunkt haben. Und das ist auch nicht wegzudiskutieren. Das ist auch ganz schlimm, ehrlicherweise. Weil das führt meistens nicht zu einer Verbesserung der Lebenssituation vor Ort. Ich bin jetzt nun kein Polizist und kenne die ganzen Methoden nicht, die sie anwenden. Ich weiß aber von der Polizei hier vor Ort, weil wir uns tatsächlich auch vor kurzem erst mit denen getroffen haben, mit den Kontaktbeamten vor Ort, die kennen sich verdammt gut aus. Zumindest die Kontaktbeamten. Und das sind ja eigentlich diejenigen, die, also die kennen die Leute im Zweifel, die kennen die Gesichter mittlerweile, die können die zuordnen. Und das finde ich auch ganz gut, dass die sind wirklich sehr, sehr aktiv. Die gehen zu Fuß durch die Straßen und die können auch, ja, bei ihren vermuteten Hotspots da auch mal Razzien durchführen lassen. Und ich vertraue diesen Bezirksbeamten sehr, weil die haben eine hohe Fachkompetenz und wirklich kennen sich wirklich gut aus. Insofern, wenn man auf sie hört und die dabei hat, dann mache ich mir keine Sorgen, was Racial Profiling oder Ähnliches angeht, weil die können das ganz gut unterscheiden, wer jetzt zu den bösen Buben gehört und wer halt nicht. Ne? Also wir haben einen Kriminalitäts-Hotspot, wir müssen da was machen. Das hat auch was mit Ordnungskräften zu tun. Aber wir dürfen uns auch nicht der Illusion hingeben, dass Kriminalität mit Ordnungskräften bekämpft wird, sondern sie wird verdrängt.
Also müssen wir auch beantworten, wohin wird sie verdrängt oder was machen wir nachhaltig. Ich glaube, wir haben hier in Kalk und Humer-Gremm ja ganz gute Sozialraumkoordinatoren, sogar sehr gute, ehrlicherweise. Und die machen schon viel Arbeit. Ich glaube, da geht aber auch finanziell noch ein bisschen was mehr für Streetwork und Ähnliches, um da wirklich an die Ursache des Problems ranzugehen. Mhm. Genau, du hast es eben schon angedeutet zum Thema Wohnraum, als wir über die Grünflächen gesprochen haben. Ja gut, du hast es ja selber gesagt, hier in Kalk wird viel gebaut. Ja. Ja, vielleicht gebe ich dir das Beispiel einfach nur noch mit, dass wir eben auch wissen, dass einerseits es geht ja natürlich um bezahlbaren, guten Wohnraum hier in Köln-Kalk. Gleichzeitig wohnen hier auch viele Menschen, die uns gesagt haben, hey Leute, ich arbeite schon Vollzeit und kann mir das nicht leisten, muss aufstocken. Und gleichzeitig haben wir hier in Köln-Kalk eine Wohnungsgesellschaft, die klar sagt, so ja, wir vermieten nicht an Menschen, Arbeitslosengeld 2 Bezug. Ja. Hast du eine Idee, wie können, ja, was können wir als Bezirk da machen, wie könnt ihr uns da unterstützen, wohin können sich die Menschen wenden, wenn sowas passiert? Woran sie sich wenden sollen, an die Öffentlichkeit, weil ich glaube, diese Wohnungsbaugesellschaften, da geht es ja nicht um die GAG, mal ganz explizit gesagt, unsere Kölner Wohnungsbaugesellschaft, da geht's, um die geht es nicht. Diese Wohnungsbaugesellschaften haben auch keine Lust, dass sie in der Presse eben genau mit solchen sowas dann beschrieben werden. Insofern, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Rechtsgrundlagen dagegen vorzugehen, ich habe zwar mal Jura studiert, aber das ist jetzt nicht mein Fachgebiet gewesen, gibt es meines Erachtens nicht. Weiß ich nicht, vielleicht schon, dann sollten Sie den rechtlichen Weg bestreiten. Ich meine, dafür gibt es das auch unser System, unser Rechtssystem. Ich glaube, aber um die Diskussion zum Thema Wohnraum und warum ist Wohnraum so teuer, das können wir hier tatsächlich rein im Bezirk fast nicht beantworten, das auch nicht lösen. Weil ich glaube nicht, dass die Lösung wirklich alles zuzubauen ist. So viel können wir zeitlich in Köln nicht bauen. Neue Gebäude sind meistens teurer als alte Gebäude, einfach weil sie auch eine höhere Wärmedämmung haben müssen, weil es einfach teurer in der Erstellung ist, der Quadratmeterpreis ist teurer. Das heißt, neue Wohnungen werden nicht zu einer Verminderung des Mietpreises beitragen. Sehr wohl natürlich der sozial geförderte Wohnungsbau, aber es geht ja auch manchmal um Familien, die gerade so eben halt über die Grenze springen und trotzdem nicht wissen, wie sie den Monat bestreiten sollen. Wir müssen meines Erachtens dahin kommen zu sagen, wir können das hier in Köln fast gar nicht alleine lösen. Wir brauchen die viel bessere Infrastruktur, wir brauchen mehr S-Bahn, wir brauchen mehr Vernetzung mit über die Stadtbahnlinien, was einfach der Raum, in dem man wohnen kann, um trotzdem schnell in der Innenstadt zu sein, sich verbreitert, sich verläuft so ein bisschen um Köln herum. Man nennt es ja immer den Speckgürtel. Ich glaube, das wird manchen Kommunen dort nicht gerecht, aber nur so können wir meines Erachtens dieses Problem lösen, weil wir sehen es ja hier, wir bauen es immer weiter zu. Wir haben gerade Robertstraße wunderbares Gebäude geworden, aber es nimmt halt wieder Raum weg. Und wir haben gerade über Freiräume gesprochen. Wir haben noch so einen riesigen Freiraum zwischen hier im Stadtbezirk, zwischen Brück, Rathäumer und Neubrück. Ja. Da gibt es auch Pläne, da Hochhäuser hinzubauen oder hohe Häuser hinzubauen, um da Wohnraum zu schaffen. Was das für Stadtklima wieder bedeutet, was das für Erholungswert bedeutet, was das für Natur bedeutet, wissen wir alle, weil alles, was bebaut ist, ist erstmal weg. Da bauen wir keinen Spielplatz mehr hin. Ja. Das ist einfach so. Und deswegen, glaube ich, können wir diese Frage hier in Köln nicht beantworten. Und immer nur auf das Thema Wohnungsbau zu setzen, dann verpasst man, auf andere Themen zu setzen, und das ist Infrastruktur. Mhm. Okay. Du hast gesagt, eben Plätze und so weiter. Kalkberg. Ja, ich hatte jetzt die Info, dass irgendwie der Platz vorerst aufgegeben werden soll. Da hätte ich das Modalverb soll besser lesen können. Ich habe jetzt mitbekommen, genau, es ist eine Unterbrechung sozusagen. Ja. Wir haben jetzt in der Presse gelesen, dass zum Teil diskutiert wird, ob das jetzt am Flughafen genau gemacht wird. Ja, dein Plan für den Kalkberg, habt ihr Einfluss vom Bezirk darauf? Könnt ihr da was machen? Also im Bezirk selber können wir Wünsche äußern, aber Einfluss darauf, das wird im Rat entschieden am Ende des Tages. Erstmal ist das wieder so eine schöne Leidensgeschichte, wie wir sie in Köln leider viel zu viele haben. Schon seit etlichen Jahren ja avisiert, dann gebaut, dann abgerufen. Also das ist ja eine wirkliche Katastrophe. Und heute haben wir da ein leeres Gebäude stehen, was wir noch nicht mal beziehen können. Das heißt, bevor man sich Gedanken machen kann, was kann man denn aus diesem Berg machen? Da ist ja auch immer noch eine Müllhalde drunter. Ja? Also da, ich sag mal, eine Aussichtsplattform oder Ähnliches jetzt sich schon vorzustellen, ist halt schwierig. Ich glaube, wir sollten aber auch noch mal ein bisschen warten, bis da endgültig etwas ist, weil die Diskussion gerade um diesen berüchtigten Berg, die verselbstständigen sich sehr schnell und dann ist doch wieder alles anders. Also bis da nicht wirklich der Zapfenstreich gespielt worden ist,
glaube ich, lohnt sich da noch nicht Gedanken drüber zu machen. Dann würde ich sagen, wir warten ab, dann muss geklärt werden, was kann man da überhaupt machen, weil wenn das Gebäude schon abrutscht, dann rutscht da vielleicht was anderes ab. Mhm. Und dann müssen wir über die Frage beantworten, was können wir machen, und das muss dann halt mit dem Bürger zusammen entschieden werden. Ja. Okay. Gero, eine ganz wichtige Frage, du hattest es eben schon angesprochen, ihr Leute, werdet aktiv, bringt euch ein. Magst du uns sagen, warum sollen KalkerInnen wählen gehen? Weil wir in einer Demokratie leben, die es, glaube ich, wert ist zu verteidigen. Sie wird aber an der Wahlurne verteidigt. Und zwar dann, wenn die Leute ihre Meinung sagen. Wir haben ja seit jeher eine sehr geringe Wahlbeteiligung, leider hier in Kalk. Das ist wirklich, also ich glaube, 30% war sie sogar mal. Also das ist ganz, 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 ganz schlimm. Demokratie lebt halt von Repräsentanz, und da muss halt der Politiker muss wissen, ob er wirklich das Volk vertritt. Weil wenn Entscheidungen getroffen werden, die dann gar nicht im Sinne des Volkes sind, dann haben wir hinterher das Problem, dass wir Proteste haben oder Ähnliches. Und das bringt uns ja alle nicht weit. Das verzögert einfach nur eine Entwicklung. Deswegen ist es im Sinne der Demokratie, die wir hier schützen müssen. Wir gucken mal gerade nach Amerika. Ja, ich hoffe, dass die amerikanischen Freunde, die auch ihre Demokratie dort schützen. Wir haben Gott sei Dank solche Zustände hier nicht. Aber da bedeutet, dass jeder wählen muss. Weil sonst kann das ganz schnell schief gehen. Wer hätte das von Amerika gedacht? Noch vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Liebe Gero, ich würde dich gerne noch etwas fragen, was jetzt gar nicht, was hier nicht in meinem Skript steht, aber weil wir auch diese Show hier auch machen, um Leute aufzuklären, dass Menschen auch kennenlernen. Kannst du uns erklären, warum hat die CDU keinen eigenen Kandidaten, keine eigene Kandidatin für die OB-Wahl? Was ist das für eine Unterstützung? Vielleicht kannst du es einfach nur transparent machen, weil ich glaube, wir wissen es einfach nicht. Ja. Bei der letzten Kommunalwahl stellte sich die Frage bei der CDU, nehmen wir einen eigenen Kandidaten, der eine große Chance hat, nicht gewählt zu werden, oder suchen wir einen Kandidaten, der ein breites bürgerliches Bündnis, eine Kandidatin in dem Fall sogar, ein breites bürgerliches Bündnis hinter sich vereinen kann, weil sie in dem Fall ja gar kein Parteibuch hat. Wir haben die Frau Reker gefunden, und jetzt ist die Frage wieder, weil alle 5 Jahre stellt sich die Frage, in dem Fall waren es 6 Jahre, stellt sich die Frage wieder, was machen wir denn jetzt? Wir haben für uns als CDU entschieden, die Arbeit der letzten Jahre war gut. Und das hat auch was mit der Oberbürgermeisterin zu tun, nicht zuletzt sogar. Und dann macht es in dem Augenblick keinen Sinn, einen eigenen Kandidaten aufzustellen. Und deshalb sind wir bei der Kandidatin geblieben, und ich glaube, das ist auch in Ordnung so. Was dann hinterher daraus wird, weil sie wie ist das Ergebnis der CDU, wie ist das Ergebnis der Grünen, der SPD und welches Ratsbündnis sich daraus bildet, das ist eigentlich, glaube ich, die spannendere Frage. Weil klar, die Oberbürgermeisterin, die steht sehr exponiert immer da, sie muss ja auch ihr Gesicht hinhalten für die Stadt, aber sie hat auch nur eine Stimme im Rat. Und ich glaube, wichtiger ist, was passiert im Rat selber. Mhm. Und naja, da werbe ich natürlich für die CDU. Okay. Liebe Gero, ich danke dir sehr herzlich, dass du die Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist. Auch in Bezug dessen, dass hier ja sozusagen OB-Kandidatinnen und Kandidaten sind. Aber wer weiß, vielleicht in ein paar Jährchen sagst du, ach komm, ich mach das auch mal. Probier es auch mal aus. Wenn Bürger mich fragen, nein, Spaß. Ja, liebe Leute, ihr habt hoffentlich ganz fleißig zugeschaut, und ich möchte gerne nochmal an euch appellieren, geht auf jeden Fall wählen am 13. denn viele von euch dürfen ja zum Glück wählen, zum Beispiel 50% der Menschen in diesem Studio jetzt gerade dürfen den kommunalen Wahlen leider nicht teilhaben. Nichtsdestotrotz mindert das nicht unsere Motivation zu sagen, geh wählen und gib deine Stimme ab.